Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Fahrt mit der Bahn. Und zwar auf der Strecke Berlin-Leipzig und in diesem Fall tatsächlich jetzt endlich mal im Stadtgebiet von Berlin selbst. Und zwar, haltet euch fest, wir fahren zum BER. Ja, ich glaube, da muss man auch gar keine großen Worte mehr drüber verlieren. Wir machen es einfach mal, dann kann man das auch abhaken. Ich weiß gar nicht, was da aktuell überhaupt der Stand der Dinge ist. Der sollte ja, glaube ich, schon 2010 oder 2011 oder sowas eröffnet werden. Also dieser neue Airport da eben. Und ich glaube, aktuell ist irgendwie 2020 angepeilt oder sowas um den Dreh. Ja, bedarf, glaube ich, keines weiteren Kommentars an der Stelle. Was ich bislang gesehen habe auf einer kurzen Testfahrt, hat mir sehr gut gefallen bislang. Also Stadtgebiet haben sie wirklich schön nachgestellt. Das kommt schon überzeugend rüber hier. Der S-Bahn-Verkehr gefällt mir auch ausgesprochen gut. Ich befürchte allerdings, dass sich diese Triebfahrzeuge nicht fahren lassen. Also ich glaube, die sind tatsächlich nur für den KI-Verkehr gedacht. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Würde mich ja freuen. Aber ich glaube, die sind tatsächlich quasi nur für die Kulisse. So, wir haben die Baureihe 101. Mit Doppelstockwägen bespannt. Und das ist die Baureihe 101 von der Strecke München-Augsburg. Die gefällt mir einfach ein bisschen besser als das, was hier eigentlich ursprünglich mitgeliefert wird. Ist zwar auch so eine etwas abgespeckte Version, halt nicht von VR oder dergleichen, aber passt schon, kann man schon fahren. Und ich wollte auch eigentlich in dem Szenario-Editor bzw. eben diesen RW-Tools wollte ich eigentlich noch. So, Moment, es geht los. Die Wägen austauschen durch irgendwas Passenderes, aber das hat irgendwie nicht funktioniert, aus irgendwelchen mir unerfindlichen Gründen. Deswegen geht es jetzt einfach so mit den Doppelstock-Waggons auf die Reise, so wie das ja auch vorgesehen war in dem Szenario. Das ist, glaube ich, sogar irgendwie an einen realistischen Fahrplan angelehnt. Ich glaube, Sommerfahrplan 2015 müsste das gewesen sein. So, okay. Und was mir auch direkt wieder passiert ist, ich bin schon mal bis, ich glaube, Südkreuz gefahren, einfach um zu schauen, ob das Ding auch wirklich funktioniert so. Und da hatte ich dann auch zwischendrin mal eine Zwangsbremsung, die ich mir nicht erklären konnte. Also mal schauen. Wenn es blöd läuft, passiert mir das direkt nochmal und vielleicht habt ihr dann ja eine Idee, woran es liegen könnte. Oder es war einfach nur unter dumm gelaufen abzulegen, sozusagen. Ah, das hier gefällt mir schon sehr, sehr gut. Der ganze Bereich hier, da kommt schon so ein bisschen Großstadt-Feeling auf, finde ich. Auch mit dem S-Bahn-Verkehr ist nett gemacht. Das passt schon. Okay, jetzt sind wir hier 120. Das ändert sich aber, glaube ich, gleich eh schon wieder auf Tempo 90. Ah, brauche ich gar nicht weiter beschleunigen. Und wir erreichen Berlin Hauptbahnhof in wenigen Minuten. Der auch nicht so schlecht umgesetzt ist, wie ich finde. Das ist mir bei der Probefahrt gar nicht aufgefallen. Was ist denn da los? Brennt's da etwa? Ach, okay, das ist wohl irgendwie so ein Heizkraftwerk oder sowas. Schätze ich mal. Und im Head-Up-Display sieht man ja hier auch so Ansagen, die eigentlich kommen sollten. Vielleicht funktionieren die einfach nur, wenn man das Szenario unbelassen fährt, also unbearbeitet befährt. Also als Karriere-Szenario genauso, wie es mitgeliefert wurde. Vielleicht ist das einfach durch den Loktausch kaputt gegangen. Also auf unter 85 runter. Bremsen. Ja,
Okay, das müsste schon passen. Habe ich eigentlich Beleuchtung an? Ja, gut, passt. Kann ich hier nicht ohne Licht in den Tunnel einfahren. So, dann bringen wir die Kiste mal zum Stehen. Da ist auch die Haltetafel. Das müssten wir ungefähr hinkriegen. So, sehr schön. Türenfreigabe und wir schauen mal kurz auf den Fahrplan. 1620 ist jetzt schon wieder im Eimer, der Fahrplan. Kann man jetzt schon wieder vergessen. Naja, wie dem auch sei, schauen wir uns ein bisschen um. Viel Zeit bleibt leider nicht. Was haben wir hier? Baureihe 143. Ja, das ist doch alles einigermaßen glaubwürdig umgesetzt, oder? Also ist auch schon ewig her bei mir, dass ich mal am Berliner Hauptbahnhof war. Das ist wahrscheinlich schon 10 Jahre oder länger her. Wird sich auch ein bisschen was verändert haben seitdem. Aber ich finde es nicht schlecht gemacht, muss ich sagen. Das halte ich für schwierig, was die junge Dame hier veranstaltet. Okay, soll nicht mein Problem sein. Für uns geht's direkt weiter. Und ich denke auch, dass wir direkt auf Streckengeschwindigkeit gehen können. Ja, spricht eigentlich nichts dagegen. Okay, nächster planmäßiger Halt wäre dann... Oh, das gilt sogar noch bis hier als... Also wir sind noch im Soll, tatsächlich. Okay. Potsdamer Platz ist der nächste Aufenthalt. Okay, kann ich eigentlich direkt wieder runterbremsen? Auch dieser ganze Abschnitt hier durch den Tunnel durch finde ich eigentlich ganz cool gemacht. Fällt mir gut. So. Hätte ich auch Rücken ein bisschen später anbremsen können. Sodala, Potsdamer Platz. Ja, kann ich leider nicht beurteilen, ob das irgendwie alles einigermaßen realistisch hier ist. Ich kenne die Station einfach nicht. Nur vom Namen. Naja, okay. Da gehen wir nicht hoch. Und wir haben sowieso schon wieder Abfahrt. Türen schließen sich automatisch. Dann geht's direkt weiter. Und jetzt muss ich echt mal ein bisschen auf die Strecke achten, weil wie gesagt, da hatte ich jetzt dann eben irgendwo eine Zwangsbremsung drin auf der ersten Testfahrt. Irgendwo hier zwischen Potsdamer Platz und Südkreuz.
Also insgesamt dieser komische Röhrentunnel, der ist schon echt nett gemacht mit der Beleuchtung auch. Das haben sie echt nicht schlecht umgesetzt hier, finde ich. Aber ich glaube, das ist ja auch wirklich eine der neuesten Strecken, die man so käuflich erwerben kann. Also die ist noch nicht so alt, meine ich. Kann da sein, dass die erst 2017 erschienen ist? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Okay, Moment, da blinkt's. Oh Gott, was mache ich denn? Tempo 80. Erwarten. Ganz mies gefahren. Und da ist es schon, die Zwangsbremsung verflucht nochmal. Das gibt's ja nicht. War ich jetzt einfach zu spät dran? Habe ich zu spät runtergebremst? Kann das sein? Habe ich vielleicht einen Geschwindigkeitsankündiger übersehen? Ich weiß es nicht, echt. Das ist mir einigermaßen rätselhaft, was hier passiert, ehrlich gesagt. So. Und direkt wieder eine Zwangse. Warum? Habe ich ein rotes Signal überfahren oder so? Kann das sein? Nee, oder? Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Moment. Vielleicht mal kurz die Bremse anlegen. Wieso ist denn gerade der Pantograph hat gerade gewechselt. Ich habe doch gar nichts gemacht. Hä? Was passieren hier für Dinge? So. Okay. Versuchen wir es nochmal. Bremse lösen. AFB. AFB. Okay. Ich hatte jetzt auch kein... Also die PZB-Leuchten waren jetzt auch alle aus. Kann das damit zusammenhängen? Ich versuch's nochmal. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Noch ist alles gut. Das ist aber schon merkwürdig, oder? Oder war das jetzt irgendeine Art von Störung, weil ich den Pantographen zwischenzeitlich aus Versehen gesenkt habe? Ich weiß es wirklich nicht. Naja, so viel zum Fahrplan. Ja. Schauen wir mal. Okay, Tempo 80 ab hier. Irgendwie habe ich mir dann ganz groben Schnitzer erlaubt, glaube ich. Nun denn, also, Berlin-Südkreuz voraus. Und weiter bin ich dann selber auch noch nicht gefahren. Also, keinerlei Streckenkenntnis und ich bin sehr gespannt. Naja, was wäre auch eine Fahrt ohne Zwangse? Das ist ja auch nichts. Aus. Und die nächste Zwangse. Ich glaube es ja wirklich nicht. Es ist doch zum Davonlaufen. Warum? Ach. Na, ich ziehe das jetzt durch, Leute. Also, das bringt ja auch nichts, jetzt die Fahrt nochmal zu starten. Ich werde die Zwangsbremsung genau an derselben Stelle wiederbekommen. Und ich weiß nicht, woran es liegt. Eine kleine Vermutung, die ich halt noch habe, ist, weil ich halt selber quasi an einem Szenario rumgepfuscht habe, indem ich die Lok getauscht habe. Sowas kann ja... Ich glaube, sowas kann schon auch mal irgendwie zu Problemen führen, aber... Ja, fahren wir da mal vorsichtig ein und dann hoffe ich doch mal, dass nach Südkreuz nichts mehr passiert. Mann, Mann, Mann.
So. Bringen wir die Kiste mal zum Stehen hier. Okay, deutlich zu spät natürlich, also damit ist das Szenario sowieso schon hinfällig, kann ich gar nicht mehr schaffen. Sehr bedauerlich. Schauen wir uns doch mal ein bisschen weitläufiger um, wie haben sie das denn hier alles hingebastelt? Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, das hier oben ist natürlich ein bisschen mager, aber das sieht man ja im Normalfall alles gar nicht. Aber selbst die Parkdecks haben sie voll geparkt. Kann sich schon sehen lassen hier. Alrighty. Schauen wir weiter. Die Laufwege sind irgendwie ein bisschen schwierig hier, ne? Kommst du bitte aus der Lok raus? Nee. Was man sich nicht alles bieten lassen muss hier in Berlin. AFB. So, Streckengeschwindigkeit, oder? Schauen wir mal. Ne, 60, okay. Die verdammten Zwangsbremsen nicht. Das macht mich fertig. So, immer noch Tempo 60. Gute Mal, ab dem Signal dürfen wir dann wieder. Entschuldigung, ich muss mal kurz ein Glas Wasser einschenken hier. So, jetzt hätten wir doch eigentlich wieder freie Fahrt hier normalerweise. Okay, jetzt gilt Streckengeschwindigkeit. Naja, zum Glück ist es ja so, dass theoretisch keiner meiner Fahrgäste, die jetzt hier, also nächster Halt ist ja dann schon die Endhaltestelle, eben beim BER draußen, und eigentlich hat ja kein Fahrgast, den ich hier an Bord habe, irgendeinen Grund, da pünktlich anzukommen. Also Flieger verpassen oder sowas ist ja nicht, bekanntlicherweise. Ich sehe das ganz entspannt. Cooles Überwerfungsbauwerk übrigens hier. Ordentlich voll geschmiert hier alles mit Graffiti. Wie in der Realität. Da rechts unten kann man jetzt gerade auch ganz gut die Stromschiene erkennen. LZB geführt! Ja, da schau her, das hatte ich jetzt auch schon eine ganze Weile nicht mehr. Cool. Wie war denn das nochmal? Muss ich die AFB dann ausschalten oder? Oder ganz hoch drehen, glaube ich, oder? Mal schauen. Haben jetzt ein wenig überraschend, hatte ich jetzt gar nicht auf dem Schirm. Macht natürlich Sinn, aber da müsste schon passen, oder? Ich glaube, ich muss ja im Wesentlichen jetzt eigentlich nur noch die SIFA bedienen. Zumindest für den LZB geführten Bereich.
cool. Da vorne können wir dann sogar auf Tempo 200 gehen. Knapp 9,5 Kilometer in der LZB. Echt alles nicht schlecht gemacht hier, muss ich sagen. Vegetation finde ich einigermaßen gelungen. Schon nett umgesetzt hier alles. So, knapp 3,5 Kilometer in der LZB-Überwachung und dann müssen wir wieder selber fahren. Sieh an, ein Umschlagbahnhof. Aha, 80 erwarten. Gilt das jetzt für uns? Normalerweise nicht, wenn wir in der LZB sind. Schauen wir einfach mal. Theoretisch müsste uns ja... Doch, der bremst uns schon runter. Müssen wir überhaupt nichts machen. Okay. Den Schub vielleicht noch rausnehmen. Und den Rest müsste ja theoretisch die LZB hinbekommen. Oder auch nicht. Ja, gut, knapp. Hat sich tatsächlich die LZB verbremst? Kann das sein? So, okay, wir werden hier abgezweigt. Ich verstehe. Und wir sind auch wieder aus der LZB draußen. Kein Kabel mehr zu sehen und das Ü ist erloschen. Wieder 80 erwarten. Das muss ich mir unbedingt mal auf der Karte ansehen, hier diesen Streckenabschnitt. Oh, cool. Mit diesen Hochspannungsmasten da. Das fügt sich doch ganz nett ein hier. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, wo ich mich befinde, ehrlich gesagt. 60 erwarten, okay. Eine riesige Grünfläche hier. Sind wir jetzt schon irgendwie am Stadtrand angekommen? Kann das sein? Weiß es nicht.
Na, wo beginnt denn jetzt die Tempo-60-Zone? Also ich vermute mal, dass jetzt gleich wieder Weichen kommen und wir uns wahrscheinlich wieder irgendwie auf eine andere Hauptstrecke einfädeln dürfen. Bisschen unangenehm ist es schon, wenn man noch keine Streckenkunde hat. Also so im Münchner Raum, da bin ich schon deutlich sicherer unterwegs, muss ich sagen. So, ab hier gilt dann erst Tempo 60. Okay, hätte ich deutlich später bremsen können. Aber der Fahrplan ist ja eh längst im Eimer. Wann sollten wir denn theoretisch da sein? 16:52 sollen wir am Flughafen sein. Ah, das wird wohl eng. Aber wie gesagt, es ist ja nicht so, dass hier jemand seinen Flug verpassen könnte oder dergleichen. Ist ja alles gut. So, Tempo 80 ab dem nächsten Signal da vorne, denke ich. Jo. Und wir fädeln uns wieder gemütlich auf die Hauptstrecke ein. Tja, Kollege, wir haben Vorfahrt. Eine 143er an einem Güterzug. Halte ich auch für einigermaßen ungewöhnlich. So, wir dürfen ja. Wir dürfen 160 sogar. Okay, dann geben wir mal Gas. Auf zum BER. Ja, diese Strecke, die hat insgesamt echt viele Streckenkilometer. Also ich meine sogar irgendwas um fast 200, irgendwas um den Dreh. Ich meine, die andere Strecke ist ja, man kann ja wirklich bis Leipzig fahren. Also von Leipzig bis, ich weiß nicht, wo genau der Streckenabschnitt endet, aber das sind ja alleine schon irgendwas um die 80 bis 100 Kilometer. Und jetzt der ganze Streckenabschnitt hier noch dazu, der ganze städtische Bereich, das ist schon nicht wenig, was man da bekommt. Also ich finde, die Strecke zu kaufen hat sich auf jeden Fall gelohnt. Im Sale habe ich mir die ja geholt für 15 Euro. Da kann man echt nicht meckern, was man da geliefert bekommt. Mal von den Szenarien abgesehen, die dabei sind, aber die Strecke an sich finde ich jetzt... Also ich habe da überhaupt nichts auszusetzen, ehrlich gesagt. Das passt schon. Kühe. Schönes Fleckvieh. Bei uns in Bayern schauen die anders aus. Eher bräunlich. Berlin kann richtig idyllisch sein. Signale ein bisschen im Blick behalten. Weiterhin freie Fahrt. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt auch so bis zum Flughafen raus. Okay, aber da haben wir schon noch ein paar Meter. Und ich habe ja meine Zwangsen schon aufgebraucht für diese Fahrt. Jetzt sollte im Idealfall nichts mehr passieren. Da steht er. Im Überholgleis oder Ausweichgleis. Kesselzug.
Oh, eine Schutzstelle. Aber das ist jetzt, glaube ich, erstmal nur der Ankündiger. Da müsste eigentlich dann gleich so ein Schild kommen. Und da werde ich dann den Panto mal kurz senken. Ja, das mache ich jetzt mal. Zack, Hauptschalter fliegt. Vorbei am neutralen Smiley-Face-Gesicht-Zeichen. So, ich glaube, hier dürfen wir auch schon wieder heben. Leistung wieder aufschalten. Sind das so Art Vorsignalbarken hier gerade? Diese orangenen Schilder, die habe ich ja auch noch nie gesehen. Merkwürdig. Aber ich vermute mal. Sehe ich zum ersten Mal diese Art von Beschilderung. Interessant. Da muss ich tatsächlich auch noch mal nachlesen auf tfausbildung.net, was es damit auf sich hat. So, 120 erwarten. Naja, dann kann es ja eigentlich nicht mehr weit sein, theoretisch, wenn es jetzt schon in den Tunnel reingeht. Ah ja, okay. Knapp 5 Kilometer noch. Eine Pfeiftafel! Yay! Auch wenn sich mir der Sinn hier unten in diesem, ja, in der tiefer gelegten Strecke hier nicht so ganz erschließt. Warum muss hier eine Pfeiftafel hin? Ja, vielleicht wegen den Bauarbeiten. Das mag sein. Ne, ich habe keine Ahnung. Das macht doch keinen Sinn, oder? Finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber ich glaube, bei diesem Bauprojekt muss man sich vielleicht auch über nichts wundern. Ein Milliardengrab. Und noch eine Pfeiftafel. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, in wenigen Minuten erreichen wir Flughafen Berlin. Berlin-Brandenburg International. Sie haben Anschluss an jedenfalls keine Flieger. So viel kann ich verraten. 60 erwarten, okay. Das sollte passen. Mei, dass ich das noch erleben darf. Der Flughafen Berlin. Toll. Ich freue mich. Dann habe ich die Liste ja fast abgearbeitet. Hier so Baumpflanzen und solche Dinge, die man tun sollte. Flughafen Berlin International besuchen. Habe ich hiermit abgehakt. Sehr schön. Ich bin begeistert. Ja, der Bereich scheint ja schon recht weit fortgeschritten zu sein. Weiß natürlich nicht, wie es oberirdisch aussieht, aber das sieht schon nicht so verkehrt aus hier. So,
Wir halten mal hier in Abschnitt C. Dann haben sie es nicht so weit bis zur Rolltreppe. So, liebe Leute, dann sage ich an der Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr wieder mitgefahren seid hier auf dieser Fahrt zum neuen Berliner Flughafen. Es war mir eine Ehre, mit euch diese exklusive Reise antreten zu dürfen. Wenn ihr Lust habt, dann schaltet doch beim nächsten Mal einfach wieder ein. Würde mich sehr freuen, wenn es hier weitergeht im Train Simulator. Macht's gut!